Wir sind auf Mo'orea, eine der polynesischen Inseln in der Nähe von Tahiti. Heute haben wir gesehen, wie man eine Kokosnuss einfach auf einer kleinen Insel, die man findet, öffnen kann. Zunächst schabt man die äußere Hülle ab. Man muss dafür sehr kräftig sein. Dann gelangt man an die Nuss, die man wiederum auch richtig kräftig öffnen muss. Was man dann sieht, ist das weiße Kokosfleisch und man hat dann sofort das wunderbare, pure Kokoswasser, was auch so einfach ein Genuss ist. Wenn man nun Kokosmilch erhalten möchte, muss man noch einen weiteren Prozess vollziehen. Und zwar muss man das weiße Kokosfleisch aus der Nuss herausschaben. Das machen sie hier mit einem ganz speziellen Brettchen mit Metall. Früher, als sie noch kein Metall hatten, haben sie dafür Tierknochen oder hartes Vulkangestein benutzt. Wenn man dieses Kokosfleisch dann rausgeschabt hat, füllt man es in ein Tuch, fringt dieses Tuch aus und das, was unten aus dem Tuch herausläuft, das ist Kokosmilch, frisch und im originären Zustand. Diese Milch ist sehr fettig und deswegen, wenn jetzt eine Kokosmilch industriell hergestellt wird, setzen die Fabrikanten gerne noch Wasser hinzu, je nach dem gewünschten Fettgehalt später. Wenn man hier Kokosmilch in Dosen kauft, setzt sich das fettige, die fettige Kokosmilch von dem Wasserelement ab. Und das Ganze sieht dann etwas unschön aus. Deswegen werden Kokosmilchdosen und dem Inhalt Emulgatoren hinzugefügt, die wir in Europa bekommen. Weil die europäischen Konsumenten sagen, ach, das sieht aber nicht schön aus. Wir möchten es lieber, dass es sich besser vermischt. Trotzdem, wenn ihr mal darauf achtet und eine Kokosmilchdose öffnet, ist da immer noch diese kleine Diskrepanz zwischen Fett und Wasser. Und ihr seht, es gelingt noch nicht ganz, weil Kokosmilch immer noch so viel Fett hat, das ganz zu homogenisieren. Also wenn ich euch einen Tipp geben darf, versucht Kokosmilch zu bekommen, die ohne Emulgatoren auskommt und nehmt lieber in Kauf, dass es getrennt ist, weil sobald ihr das alles benutzt, die Dose in den Topf gefüllt habt, den Inhalt zumindest, das umrührt, ist es wunderbar. Also verzichtet lieber auf diese künstlichen Zusätze.